Herzlich willkommen, Leute, zu Contagion, zusammen mit Von Yumi. Hallo! Contagion, sehr lange Zeit in der Beta- und Alpha-Phase gewesen und hat nicht so viel Neues geboten. Jetzt mittlerweile fertig und ganz normal im Steam erhältlich. Leider immer noch nur 2 Escape-Maps verfügbar und eine zeigen wir euch jetzt. Also bitte den Charakter auswählen. Achso, ja, ja, okay, warte, ach ja, ready? Okay, ja, ich bin ready. Ich mache einfach mal. Genau, da bist du. So. Du erklärst es, ne? Ja, es ist wichtig, das ganze Level hier zu schaffen, ohne zu sterben. Wenn man mit B auf seinem Handy guckt, kann man halt sehen, was gerade aktuell Sache ist. Die ganze Stadt ist nicht sicher. Wir müssen versuchen, hier rauszukommen. Also müssen aus dieser Stadt entkommen und sind hier in diesem kleinen Bistro, ja, am Anfang. Okay, ja, hier durch die Tür wahrscheinlich nicht, ne? Ja, aber wir lassen das mal umgucken. Nein, rausgehen sofort, jetzt hier oder muss. Hier haben wir schon mal Munition. So, das ist eine Munition, habe ich schon mal gefunden. Weil es ist ja nicht schlecht, sich hier erstmal ein bisschen umzusehen. Das ganze Spiel hat sich auf jeden Fall ein bisschen geändert. Hier ist noch eine zweite Pistole, aber du hast bestimmt auch eine. Ja, Sig Sauer, keine Ahnung. Oh, ich glaube, da liegt was, was ich aufheben kann, warte. Ich bin noch ein bisschen verwirrt, weil der immer so wackelt beim Laufen. Ich habe irgendwann ja auch mal das ein bisschen gespielt, ganz früher. Und da haben sie noch nicht so rumgewackelt. So, wie kann ich das aufheben? Gar nicht? Mit E. Ah, okay, so. Yeah, Muni aufgehoben. So. Grundsätzlich Munition mitnehmen. Wenn du die Möglichkeit hast, eine Nahkampfwaffe aufzuheben, nimm auf jeden Fall die. Wir haben jetzt auf jeden Fall 2 Wege, um hier rauszukommen. Wir können einmal den Vordereingang nehmen oder hier hinten, wo das Licht so gruselig flackert, den Hinterausgang. Und ich wette, das ist die bessere Möglichkeit. Das war klar, dass du das denkst. Genau, lass doch einfach den flackernden Licht folgen. Ja, genau. Und du gehst zu der leuchtenden Tür. Also vielleicht ist das ja auch Trick. Was für eine leuchtende Tür? Was? Da, wo das Open-Schild drüber ist. Redest du da gerade? Nee. Ach so. Doch, dein Charakter hat geredet, dass man die Türen hinter sich immer schließen soll. Okay. Das ist ja nicht so schlecht. Hier ist so ein Schacht, kann man sich da durchkloppen? Nee, leider nicht. Dann müssen wir da jetzt raus. Ja, okay, viel wollen Spaß. Wir mal. Ich bleib aber hier. Nee. Ja, komm schön mit hier. Wir müssen hier versuchen, aus der Stadt. Okay, die geht eh nicht auf. Wir müssen vorne raus. Sehr gut da. Ja, das Level baut sich ja jedes Mal um. Das ist ja der einzige Vorteil, den du halt hast, ist bei wenigen Leveln, dass jedes Mal, wenn du sie neu spielst, es anders ist. Als ich gerade den Sound eingestellt habe, war der Weg hier nämlich verschlossen. Ah, gut, dann lass doch mal hier raus. So, oh, jetzt hat das Handy geklingelt. So, und wir haben jetzt die Nachricht: Eugene, der Gunstore um die Ecke. Ja, okay, also wir sollten zum Gunstore um die Ecke gehen. Ja, welche Ecke? Links, rechts? Da vorne ist auch eine Ecke. Es ist meistens sehr linear, das Spiel. Ich habe jetzt mich hier nur umgeguckt. Also hier ist sowieso alles zu. Das heißt, wir können nur diese Straße hier runtergehen. Ich guck mal nur, ob der Laden nebenan irgendwas hat. Ah, ich sehe da hinten schon Zombies wanken. Ja, das kann auch ein Betrunkener sein, das ist ja nachts. Der wankt hier so rum, ne? Und sie sterben, wenn man den Kopf trifft, ne? Das habe ich ein paar Mal nicht gemacht. Das ist kein Betrunkener. Also wenn du die Möglichkeit hast, zuzuschlagen, Nahkampf bevorzugen. Ich habe keine Nahkampfwaffe. Kann man irgendwie zuschlagen? Ich sag's ja nur. Nein, hat man irgendwie Fäuste? Nee, nicht. Okay. Ja, so, du, ich lauf einfach hinter. Ich bin direkt hinter dir. Ja, wir finden hier schon eine Nahkampfwaffe. Lass mal hier in diese dunkle Gasse gehen. Ja, super. Das beruhigt mich jetzt sehr. Lass doch mal hier in die dunkle Gasse gehen. Hier ist immer Loot. Ich habe irgendwas gefunden, war aber auch eine Munition. Oh, ich habe eine Taschenlampe. Cool. Leuchte uns den Weg. Hier ist alles dicht soweit. Dann können wir nur in den Bus mal reingehen. Guten Tag. Fahrkarten bitte. Oh. Ist keiner da, außer viele. Hier hat einer noch was liegen gelassen. So. Muni im Bus? Nee, leider ein ganzes Gewehr. Ach so, ja, das kommt mir auch. Das passiert mir immer wieder, dass ich mein Gewehr mal so einfach im Bus vergesse. Das ist immer. Das wird sehr schon ärgerlich. Ein bisschen kritischer. Ja, warte, vielleicht treffe ich ja einen Kollegen Kopf. Haben. Wow. Ja, so immer passieren. Auf dem Kopf ist die einzige Möglichkeit. Mhm. Oh, ich habe ihn getroffen. Oh, bitte jetzt nochmal in Zeitlupe. Oh, wackel nicht so. Ah! Whatever. Er rennt ja. Warum Wie gibt er nicht um? Aus? Ich treffe seinen Kopf und aber er kippt den nicht Kopf. Um. Nein, dann triffst du den Kopf nicht. Mann! Mensch, Mensch, Mensch. Ja, meckert du dich rum hier. Mein Baseballschläger ist schon voller Blut. Ach Gottchen, jetzt muss ich ihn sauber machen, wie furchtbar. So, oh, hier hat der Bus anscheinend voll irgendwas erwischt. Ach nee, es sind die roten Rücklichter, schade. Na, hier liegt auch kaum sowas rum. Nee, das wäre jetzt so einfach.
Hier, Schlafsäcke? Ach nee, die Leichen. Hast du nicht gesagt, wir sollen Nahkampfwaffen möglichst benutzen? Ja, aber der Baseballschläger schon... Was ist mit dem? Fast kaputt. Na, so viel zu, oder? Der stirbt doch, wenn man den Kopf trifft. Ja, was ist denn mit dem? Ja, hab ich anscheinend nicht getroffen. Ja, ja, ja. So, ist das hier der Laden, den wir suchen? Nein. Natürlich nicht, was dachtest du denn? Ja, weil hier überall rote Lichter sind. Ich dachte, da komme ich eh nicht rein. Warte, ich mal Geld hier. Nee, oh, schade. Na gut. So, bist du? Da. Weil drei Schläge mit einem Baseballschläger sind aber auch echt nervig, weil du kein Feedback hast. Also der Zombie geht nicht zurück, wenn ich ihn treffe. Er macht einfach weiter. Nö. Ich gehe nicht zurück. Okay. Was, Hier ist zu. Warte, ich gehe mal hier so... Oh, nee. Eine dieser Türen muss da richtig sein. Hallo? Hier ist ein Zahlencode. Ah. Wo? Naja, hier, aber... Hast du so ein Schloss mit Zahlencode? Ja, vielleicht kann man den irgendwie aktivieren. Diesen Gunshop on the corner of Bro to... Okay, wir suchen also immer noch diesen Gunshop. Ja, solange es rot ist, ist es ja immer schlecht. Also hier, ja, ist ich dachte, wir sind einfach rot. In die falsche Richtung gegangen. Ich glaube, das ist da hinten die Ecke. Nee, so falsch war das hier nicht. Nein, nein. Ja, ja, ja. Oder zumindest müssen wir, wenn, später hier nochmal hin, weil anscheinend ist das ja so eine Art Ausgang. So, was haben wir hier? Was irgendwelche Fenster, wo du reingucken kannst, weil dann heißt es ja, dass du in die Gebäude reinkommst. Das wird ja auch schon reichen. Nee, hier liegt ja, hier ist auf jeden Fall auch noch lang. Wo denn? Was? Wo bist du? Auf der Kreuzung. Und dann ist hier so eine Barrikade weg. Ja, denn auf geht's. Ich glaube, das war vielleicht der Ausgang, den wir gefunden haben. Vielleicht, wo ja, man gut. Ganz am Ende hin muss. Schön, dass wir das schon mal gefunden haben. So, ich guck mal hier in die Gasse, ne? Oh, ich höre schon wieder was. Da kommt einer. Viel Spaß da, Lu. Tschüss. Ah ja, der gar nichts. Oh, warte mal, hier ist was. Ich dachte, jetzt mache ich hier die Tür auf und dann kommen hier die ganzen Zombies durch. Ach nee, Fletcher, das ist so. Nee, okay, doch nicht. Oh, da hat sie sich versteckt. Was? Ich? Nee. Nee, hier geht auch nichts auf. Nee, oh, süß, ich habe einen Zombie. Auf den Straßen bleiben. Schade, dabei ging es hier so weit runter. Das bist du da vorne? Ja, okay. Mhm. Gunshop, wo bist du? Weiter die Straße runter. Hier ist auf jeden Fall ein Laden, wo man rein kann. Da hat sich einer versteckt, da hast du recht. Getroffen. So. Oh, da kommen jetzt mehrere. Links neben dir. Au, 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 au. Nee, das war meiner. Nee, nee. Mann, jetzt gönnen wir doch auch was. Na, hier ist auch wieder zu. Ich guck mal hier wieder rein. Hier war irgendwo einer, da habe ich vorhin einen von der anderen Seite gesehen. Hast du gerade auf mich geschossen? Nee. Nein, auf einen Zombie. Ja, ja, ja. Red du mal. So, hier surrt auf jeden Fall irgendwas. Ja, hier hat, glaube ich, auch gerade irgendwas gespeichert oder so. Bin oh, mir oh, nicht sicher. Oh, warum kommt der da? Ich sag gerade, was kommt denn da von hinten? Oh, shit. Double kill, yeah. Hey, hey. Da, nur aber. Ach ja, nachladen? Er wahrscheinlich, ne? Ja, sehr wahrscheinlich. Ja, gut. Nicht, dass es gleich wieder ist. Oh, keine Woody. Das kenne ich ja mittlerweile. Warte, wir kriegen Besuch. Wo denn? Ach so, ja. Mhm. Ich weiß nicht, ob er tot... Ja, nee, er bleibt stehen. Hm, jetzt auch nix. Das ist ja auch irgendwie... Egal. Geht's da oben nicht rein? Nee, okay. Da... Nee, 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 nix. Non, nada. Bleibt hier durch? Ist das eine Tür? Schön, seine Geräusche dabei. Nee, hier kommst du wirklich nicht weiter. Sonst vielleicht hier über den LKW? Oder guck mal, hier ist noch eine Tür. Die habe ich auch schon versucht. Hm. Aber versuch mal über den LKW vielleicht, aber du kannst ja, glaube ich, nicht hoch. Nee. Aber ich höre schon wieder irgendwelche. Ach, ja, dann. Einen Polizisten habe ich hier schon zweimal mitgegeben. Warte mal, was ist hier drin? Wie bin ich hier draufgekommen? Hä? Hä, was? Da war nichts drin. Ach, wie bist du da? Ach so, ja, ducken. Jetzt habe ich es auch endlich rausgefunden. Ich komme hier nicht durch. Dann müssen wir weitersuchen. Auf geht's, Sarah, du, auf geht's. 90% hast du noch. Glückwunsch. Ach, eine Gesundheitsanzeige habe ich ja auch. Oh, Wahnsinn. Hier ist schon wieder eine Tür, die verschlossen ist. Hm. Hier ist da ein Wohnblock. Geht auch nicht mehr bei dir, ne? Nee. Hängt irgendwie immer an den Ecken fest. Das ist irgendwie so eine Krankheit. Ich weiß auch nicht. Können wir hier durch? Hier bei dem Taxi geht's noch rein. Wo denn? Hä? Auf der Straße und dann hier bei das mir. Das mit dem großen roten Licht auf der Rückseite. Ah, da bist du. Ich dachte, das wären die Scheinwerfer. Nein, es war da, Lukas. Lauf mal hier durch, ne? Ach nee, warte mal. Da war ich schon. Ne, hier ist auf jeden Fall... Hier sieht's gut aus. Ja, ne? Sieht total super aus. Ich geh mal hier rein. Hier fühle ich mich richtig heimisch. Das ist echt schön hier.
So, ich glaube, ich komme dir gleich entgegen. Bitte erschieß mich nicht, danke. Nee, ich kann dir nicht entgegenkommen. Hier ist nämlich ein Zaun. Ach, du bist ja hinter mir. Warum sagst du denn nichts? Verarscht er mich hier eiskalt. Nee, Oh, aber es sieht es ja sieht nicht trotzdem schon hier schon besser alles. aus wie Ja, sieht nix. vielversprechend aus. Pass mal auf, wir finden das gleich. Ich glaube, Diese die Tür ist Tür, die ist locked. so I think we need something locked. to open this door. Warte mal, aber er hat gerade gesagt, man kann sie irgendwie aufmachen. Ja, Nimm wir haben mal deinen keinen Schlüssel. Baseballschläger. Das ist immer Naja, die nicht, Lösung. glaube ich nicht. Ich glaube, wir brauchen einen Schlüssel. Ich Hier? kann es aber mal versuchen, draufzuschlagen, aber eine Nahkampfwaffe zu finden ist ja eigentlich eher, ist ja nicht so, dass sie immer da wäre. Also ich glaube nicht, dass ich draufschlagen kann. Ja, Ja. versuch's wenigstens. Was haben wir hier alles? Nee, nee, muss also weiter hier sein. Wunder mich gerade, wo bin ich denn jetzt gelandet? Ach so, hier sind wir vorher nicht reingekommen. Okay. Ist Warte hier mal. nichts mehr? Weil hier lang wollte ich auch laufen eigentlich. Nee, da ist nichts mehr, ist alles dicht. Ja, dann lass mal was suchen, womit wir das aufkriegen. Ne? Ja, Bestimmt Quatsch, komm doch irgendwie. zurück. Was? Da kann man doch durch? Ich dachte hier links vielleicht. Nee. Nein. Du glaubst mir schon wieder nicht, ne? Ja, Oder ja. kann man es von der Seite aus aufmachen? Ah. Wenn ich's doch sage, glaub mir doch mal, Mensch. Vielleicht hier rüber oder so? Nee. Wie kommen wir durch diese Tür? Warst du da hinten Hier ist noch schon? ein Weg. Ich habe noch einen Weg Ja, ich geh gefunden mal hier und hoch. hier ist auch eine Tür, die leuchtet. Hier kommen wir auch nicht durch. Das Anscheinend auch ist, glaube ich, keine verschlossen. Tür, glaube ich. Aber du hast schon wieder eine gefunden, die man anscheinend theoretisch aufmachen kann. Ja, Ja, die ist genauso zu. hab's verstanden. Warte mal, das hier sieht aus wie irgendwas, wo man rüberkommt. Yeah! Ist jetzt Wahrscheinlich bin wieder auf ich der hier. Straße. Ja, wollte gerade sagen, jetzt bin ich wieder. Ja, hier waren wir, glaube ich, schon. Oder? Naja, theoretisch Irgendwie. brauchen wir ja nur einen Schlüssel. Und ich gucke Ich jetzt mal glaube, da, da wo du vorne gerade kann man, gesucht glaube hast. ich, rein. Oder? Waren wir hier schon? Nee, doch nicht. Okay, ich komme mal. Aber ich irgendwie. Ich glaube, an diesem Abschnitt waren wir noch gar nicht. Hier ist nämlich ein LKW. Ach nee, das ist deiner. Ups. Haha. Ich habe noch einen Weg, glaube ich, gefunden. Wir sind direkt hinter dem deiner. Ja, ich bin richtig wieder. Kann mir bitte jemand sagen, dass ich hier jetzt wieder rüberkomme? Ich warte mal, weil hier geht's auf jeden Fall weiter. Ich komme einfach wieder zu dem Taxi auf der Straße. Wenn ich will hier jetzt. Ach Mann! Ja, okay, ich komme ja schon. Ich muss erstmal suchen. Warte, wo sind wir denn lang gegangen? Also, ich bin jetzt beim Diner. Wo ist denn das Hier ist Taxi? doch schon da, andere Richtung. Ja, wo bist du denn? 180 Grad drehen, geradeaus. Ach, da hinten. Da leuchtet er. Das gibt's doch nicht. Ui! So, okay. Ja, das lief auf jeden Fall ohne Probleme. Dann links um die Ecke. Ja, ich hab Hier dich wird es auf gesehen. jeden Fall die Karte geben. Meinst du? Warte, Ja, in dem roten hier ist eine Leiter. Container. Warst du hier schon? Nee, kannst du da hoch? Ja. Kann Dann Leitern gehe ich mal hier in hochklettern. den roten Container rein. Oh, ich tapper mal hier rauf. Ne? Da, 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 da. Ich sehe hier auch Okay. irgendwie ein bisschen schlecht. Es ist alles so dunkel hier. Bei mir ist nichts. Bei mir ist. Oh, ich kann aufs Dach, wie cool. Ich bin auf dem Dach. Hallo, hallo, wo ist. Ach, ich sehe dich, hallo. Hast du Siehst du da oben mich? was? Mhm. Warte, ich sollte vielleicht erst gucken. Moment. Waffen oder sonstiges könnten sicher Ich da habe einen sein. Vogel gefunden, aber der ist gerade weggeflogen. Kommt man in irgendeine Wohnung rein oder kommst du nur aufs Dach? Nee, ich bin bis jetzt nur auf dem Dach. Und die Fenster, das sehen mir auch alle sehr aus wie. Wir sind nur Und die Texturen, hier Tür kommst du an dem nicht Dach, durch. die kannst du auch nicht nutzen. Nee, da Ja. komme ich auch nicht durch. Boah, oh. Sag doch, dass du auf dem Dach bist. Dann müssen wir unten weiter. Nehmen wir den schnellen Weg und den lustigen Weg oder den langsamen, Ich bin schon sicheren unten. Weg? Ach Mann. Warte, ich häng fest. Außerdem warst du noch gar nicht unten. Warst sogar noch auf der Treppe. Erzähl mal keinen Nee, Quatsch hier. nee. Ja. So, warte. Ach, hier liegt ja einer. Okay, So. also wenn man bedenken muss, wir müssen auf jeden Fall noch sehr weit wieder zurück, weil die zwei Türen gehen zwar auf, aber leider nicht da, wo wir das gerade gefunden haben. Ja, was brauchen wir denn? Eine Brechstange Wahrscheinlich. oder einen Oder ein Schlüssel? Schlüssel. So ganz klassisch. Locked. I think we need something to open up this door. Wieder eine Tür gefunden. Oh, das Handy. Aber, jetzt haben wir was. Truck is just around the corner now. Okay, also wir sind hier schon in. Da wurde geschossen, hast du das gehört? Nee. Nein, habe ich nicht gehört.
Aber da vorne ist auch ein bisschen jemand. Was los. Oh, schön! Toll! Ich bin in dieses Medic-Zelt reingerannt. Vielleicht finden wir hier noch eine zweite Waffe für dich. Oh, oh, oh.